Am Samstagmorgen haben Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation auf dem Berliner Kurfürstendamm erneut für Aufregung gesorgt, indem sie mehrere Luxusgeschäfte mit Farbe besprühten. Die Aktionen sind Teil einer breiteren Bewegung, die sich für eine radikale Wende in der Klimapolitik einsetzt und Straßenblockaden und Störungen als Mittel zur Durchsetzung ihrer Forderungen einsetzt. Die Farbattacken auf Luxusläden wie Prada haben bei vielen Anwohnern und Geschäftsinhabern Empörung ausgelöst. Ja, ich weiß, ihr wollt wissen, wie es weitergeht. Wir sind mitten in der Story. Trotz alledem, jetzt kurz abonnieren. Würde uns wahnsinnig helfen und euch nichts kosten. Also, jetzt abonnieren. Danke und weiter geht's. Auf den Plakaten der Gruppe war zu lesen: Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten und euer Luxus gleich unser Klimakollaps. Insgesamt gibt es in Berlin fast 3.000 Ermittlungsverfahren gegen Klimaaktivisten wegen Nötigung, gefährlichen Eingriffen im Straßenverkehr, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Polizeibeamte. Einige Dutzend Blockierer wurden bereits zu Geldstrafen verurteilt, aber es bleibt die Frage, ob es in Zukunft zu höheren Haftstrafen kommen wird. Die Polizei versucht, die Straßenblockaden und Störungen zu verhindern, indem sie Gebührenbescheide an die Wiederholungstäter verschickt. Dennoch bleibt es schwierig, diese Proteste effektiv zu unterbinden, ohne das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu beeinträchtigen. Es bleibt abzuwarten, welche Strategien die Polizei in Zukunft entwickeln wird, um diese Art von Protesten zu verhindern. Die Aktionen der letzten Generation haben einmal mehr gezeigt, wie kontrovers und polarisierend die Klimapolitik in der Gesellschaft diskutiert wird. Während viele den Protest als notwendig und gerechtfertigt betrachten, gibt es andere, die ihn als extremistisch und illegal ablehnen. Die Diskussionen darüber, wie wir die Klimakrise bekämpfen können, werden in Zukunft sicherlich noch intensiver und kontroverser werden, und es bleibt abzuwarten, welche Lösungen sich letztendlich durchsetzen werden. Wann kommt es zu Verurteilungen mit deutlich höheren Haftstrafen? Vorbild könnte hier die Verurteilung eines deutschen Ökostraftäters sein, der in London nun zu mehr als 2 Jahren Haft verurteilt wurde. Ein Straftäter mit 48 Strafverfahren, der Dauerklimakleber Daniel E. So ein hartes Urteil gab es noch nie. Der Dauerklimakleber Daniel E., 22, ist unbelehrbar. Nun wurde er endlich zu 2 Haftstrafen verurteilt. Insgesamt 8 Monate ohne Bewährung. Eine Stunde nach seiner ersten Verurteilung klebte er schon wieder auf der Straße. In Heilbronn wurde jetzt dem bundesweit nervigsten Klimakleber der Prozess gemacht. 48 Mal soll Student Daniel E., 22, den Verkehr blockiert haben, 46 Verfahren laufen noch. Am 6. März griff die Heilbronner Amtsrichterin Julia Schmidt, 35, zum ersten Mal durch, verurteilte den Letzte Generation Aktivisten für eine einzige Blockade zu 3 Monaten Haft ohne Bewährung. Auch das war wieder eine Folge aus Habitat Lebensraum Deutschland. Wenn dir unsere Sichtweise gefällt, dann schau dir hier eine weitere Folge aus unserem Kanal an und vergiss nicht, hier unseren Kanal auch zu abonnieren. Wir freuen uns, wenn du Spuren hinterlässt, denn damit hilfst du uns unglaublich zu wachsen und wir tragen weiter dazu bei, dass dieser Lebensraum Deutschland gestaltet und bewahrt bleibt, so wie wir uns das vorstellen. Denn wir lieben unser Zuhause. Habitat, Lebensraum Deutschland. Klare Kante, weil wir hier zu Hause sind. Die Rechtsbrecher der radikalisierten Aktionsgruppe Die Letzte Generation zündeln mit ihren Weltuntergangsszenarien in deutschen Schulen und wollen so Nachwuchs für ihren Kampf auf der Straße rekrutieren. Keine wahrnehmbare Stellungnahme gab es bisher von Seiten der Bundesinnenministerin Nancy Faeser oder Vertretern der Grünen. Radikale Klimaaktivisten rekrutieren ihre Kinderarmee jetzt schon in deutschen Schulen. Selbst vor der gezielten Ansprache von Grundschülern wird nicht zurückgeschreckt.
Die Klimakleber der selbsternannten letzten Generation wollen offenbar systematisch neue Aktivisten in deutschen Schulen rekrutieren und mit Vorträgen über zivilen Widerstand neue Mitstreiter für die meist illegalen Aktionen gewinnen. In der Karwoche hat es bereits ein digitales Treffen von Vertretern der letzten Generation mit rund 2 Dutzend Teilnehmern gegeben. Mit dabei seien Studenten, Lehrer, eine Theologin und ein Landwirt gewesen. Es seien entsprechende Pläne zur Anwerbung neuer Aktivisten besprochen worden. Leitfaden, wie Auftritte an Schulen ablaufen sollen. Demnach wollen sich die Aktivisten von Lehrern, Direktoren und Bündnissen wie Teachers for Future in die Einrichtungen einladen lassen. Genutzt werden solle für die Vorträge eine PowerPoint-Vorlage mit dem Titel Ziviler Widerstand gestern und heute, 41 Folien. Darin sei prominent zu sehen, Klimaaktivistin Aimee van Baalen, die von Polizisten bei einer Kleberaktion weggetragen werde. Es gebe sogar einen 13-seitigen Leitfaden, wie die Auftritte in den Schulen abzulaufen hätten. Sagen sollten die Aktivisten den Schülern etwa so irre Dinge wie, wenn wir so weitermachen, wird die Menschheit komplett aussterben. Ja, ich weiß, ihr wollt wissen, wie es weitergeht. Wir sind mitten in der Story. Trotz alledem, jetzt kurz abonnieren. Würde uns wahnsinnig helfen und euch nichts kosten. Also, jetzt abonnieren. Danke und weiter geht's. Sagen sollten die Aktivisten den Schülern etwa so irre Dinge wie, wenn wir so weitermachen, wird die Menschheit komplett aussterben. Entsprechende Auftritte in Schulen habe es bereits gegeben. Hauptsächlich zählten Schüler der Oberstufe zur Zielgruppe. Diese könnten sich mit ihren Smartphones mit den Klimaklebern vernetzen. Die skrupellosen Aktivisten wollen aber offenbar sogar an Grundschüler ran. Der Gedanke, auf diese Weise könne die Meinung der Eltern über die Kinder beeinflusst werden. Scharfe Kritik an der Agitation in unseren Schulen kommt aus der Politik. Justizminister Marco Buschmann, 45, FDP, hält nichts davon, wenn Schulen Klimaschutzaktivisten der Gruppe Letzte Generation Vorträge in Klassenräumen gestatten. Etliche begingen fortgesetzt Straftaten und säten immer wieder Skepsis an der repräsentativen Demokratie, sagte der FDP-Politiker. Solches Gedankengut könne kritisch im Unterricht besprochen und eingeordnet werden. Aber niemandem, der solches Gedankengut vertritt, darf in einer Schule der rote Teppich ausgerollt werden, so Buschmann. Auch die CDU lehnt solche Auftritte in Schulen ab. Unsere Schulen dürfen nicht als Plattform für eine radikale Gruppe, deren Mitglieder auch vor Straftaten nicht zurückschrecken, missbraucht werden, sagte Thorsten Frey, 49, CDU. Die Mitglieder der letzten Generation hätten sich schon lange aus dem demokratischen Diskurs verabschiedet, deshalb könne die Gruppe kein Partner für Schulen sein. Lehrerverband warnt vor den Aktivitäten. Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands, sieht die Grenze des Zulässigen überschritten, wenn Schulleitungen oder Lehrkräfteorganisationen und Referenten in die Schule einladen, die explizit für die Beteiligung an rechtswidrigen Aktionen werben und die Schule quasi als Rekrutierungsszene nutzen. Die Gruppe plant in der letzten Aprilwoche bis in den Mai hinein bundesweit massive Straßenblockaden und andere Protestaktionen. Auch das war wieder eine Folge aus Habitat Lebensraum Deutschland. Wenn dir unsere Sichtweise gefällt, dann schau dir hier eine weitere Folge aus unserem Kanal an und vergiss nicht, hier unseren Kanal auch zu abonnieren. Wir freuen uns, wenn du Spuren hinterlässt, denn damit hilfst du uns unglaublich zu wachsen und wir tragen weiter dazu bei, dass dieser Lebensraum Deutschland gestaltet und bewahrt bleibt, so wie wir uns das vorstellen. Denn wir lieben unser Zuhause. Habitat. Lebensraum Deutschland. Klare Kante, weil wir hier zu Hause sind.